Herzlich willkommen bei der Best of Events 2011. Wir sind in Dortmund und das ist in diesen Tagen the place to be für alles, was mit der Eventbranche zu tun hat. Hier sind Messebauer, hier sind Architekten, Caterer und natürlich auch Künstler. Ein ganz buntes Völkchen ist hier unterwegs und wir schauen uns einfach mal um. Eberhard Müller ist bei mir. Es ist ziemlich viel los an Ihrem Stand. Wie entwickelt sich die Messe für Sie? Die Messe entwickelt sich für uns sehr gut. In diesem Jahr ist eine Verbesserung zum letzten Jahr sogar zu merken. Wir haben ja den Umzug gemacht von Wiesbaden hierher nach Dortmund und das Konzept oder dieser Standort hat sich sehr bewährt für uns. Die Besucherzahlen sind besser, die Stände sind größer, das Potenzial der bisher bei uns aufgelaufenen Kunden ist sehr, sehr gut. Also wir sind zufrieden und werden sicher wieder dabei sein. Mal ganz kurz zu euch stoßen. Ihr habt es euch offenbar sehr gut gehen lassen auf der Best of Events bisher. Ja, wir können nicht klagen. Also es hat sehr gut geschmeckt. Wir haben parallel eine fachkompetente Beratung bekommen. Also alles schön, aber wir sind noch nicht lange da. Also gerade erst am Orientieren. Okay, ihr kommt, fresst euch direkt durch und lasst euch nebenbei beraten. Habe ich das richtig verstanden? Genau. Den nächsten Stand suchen wir uns mit Trinken und dann sind wir wohl rundum glücklich. Werden jede Menge Kontakte geknüpft. Netzwerken ist das ganz, ganz große Stichwort. Aber natürlich laufen hier nicht nur ganz knallharte Geschäfte, sondern hier laufen auch ein paar Exoten rum. Ihr seht so unheimlich Globetrotter-mäßig aus. Was treibt euch auf diese Messe? Naja, früher ist die Zeit von Konzepten. Es ist die Zeit, sich aufs Jahr vorzubereiten. Und hier gibt es schon ein paar ganz interessante Dinge zu sehen. Sehr aufregend auf jeden Fall. Abwechslungsreich, aufregend und informativ. Es gibt viele neue Sachen zu sehen. Ich bin auch selber nicht so lange dabei. Und von daher gibt es hier viele neue Anregungen und ich finde das richtig klasse. Für uns ist es ganz wichtig, hier zu sein. Wir waren auch einer der Ersten, der die Best of Events begleitet hat, weil wir eben auch den Weg suchen zum Kunden und zu den Agenturen hin, mit denen wir auch sehr eng zusammenarbeiten. Man merkt auch mit dem Umzug nach Dortmund, es wird immer größer und der Trend geht eben dazu hin, dass eben ein Event mehr sein muss als einfach nur, ja, ich stelle ein paar Stühle hin und mache ein bisschen Mucke oder Musik von der Anlage aus. Also wir nehmen beim Kunden insbesondere wahr, dass er immer designaffiner wird, also eine Gradlinigkeit. Als es früher immer sehr ausladend war mit viel Stoffen, man kehrt jetzt so ein bisschen zurück, also back to basics, einfach Tische ohne Tischwäsche, italienisches Design, klare Linien bei den Möbeln. Also grundsätzlich sind wir ja schon lange auf der Messe, auch als Kompetenzpartner. Also ich glaube selber bin ich jetzt das 10. Mal auf der Messe. Und als erstes stehen natürlich im Vordergrund, die bestehenden Kontakte zu pflegen, viele Kollegen und viele Kunden auch zu treffen und neue
Designs und neue Trends zu zeigen, aber auch gerade, sag mal, den Neukunden kennenzulernen. Also die Veranstaltung an sich, und da möchte ich auch nicht nur für mich jetzt sprechen mit meinem Unternehmen, sondern eben auch für den FAMAP, also den Verband für direkte Wirtschaftskommunikation. Wir sind sehr glücklich, dass es diese Veranstaltung hier in Dortmund gibt. Die BOE hat ja ein unglaublich professionelles Umfeld. Aber wir sind sicherlich auch froh, dass es immer mehr ernstzunehmende Messekommunikation hier auf dieser Veranstaltung gibt und man so ein Stück weit weggekommen ist von diesen wirklich sehr vielen, auch vielleicht manchmal früher unprofessionellen Kleinauftritten. Die Best of Events ist die Messe für den Veranstaltungsbereich, hat sich hervorragend etabliert, ist in Deutschland die führende Messe für jeden Zulieferer, jede Agentur, die irgendwie im Entferntesten mit Veranstaltungen zu tun haben. Also wir haben eine Steigerung des Neukundenpotenzials hier schon im letzten Jahr erfahren. So die ersten Stunden der Messe heute haben auch gezeigt, dass wirklich eine Menge neue potenzielle Kunden oder Interessenten hier auftauchen. Also ich denke, das ist noch lange nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Absolutes, tolle Entscheidung, hier diesen Schritt nach Dortmund zu machen. Ein Wesen, das nicht sprechen kann. Gefällt es dir auf der Best of Event? Ich glaube, wir haben schon über 100 Kontakte heute. Das ist für erste Hälfte, ist das sehr gut. Aber jetzt kann ich ja Deutsch sprechen, ne? Eigentlich, oder? Nein, es sind über 100 Kontakte schon und sind ein paar sehr gute dabei, also auch ganz konkrete Anfragen. Und das finde ich total klasse. Ja, ich sag mal, hier geht es in erster Linie natürlich zeigen, was man kann, aber auch Netzwerken, Netzwerken und nochmal Netzwerken. Man muss präsent sein. Ich habe die Best of Events damals schon aus den ersten Tagen mit begleitet. Ich bin im Ehrenbeirat und insofern, sag ich mal, ist es mit, sag ich mal, ein Baby, was ich, sag ich mal, mit aufgebaut habe. Und man muss ganz einfach da sein. Die Best of Events ist für uns am Anfang des Jahres sozusagen der Door-Opener. Hier sehen wir, wie sich die Branche am Anfang des Jahres aufstellt. Es ist ein wunderbarer Auftakt in das Messe- und Eventjahr. Hier gibt es Auftritte, hier gibt es Präsentationen, wo man sagen kann, ja, das ist eine richtige Messe und ja, hier repräsentiert sich eine Branche. Sie dürfen jetzt Geld setzen und gegen mich spielen. Ich habe gar kein Geld dabei. Ich habe dafür schon vorgesorgt. Ich habe extra ein paar Münzen mitgebracht. Also die Messe ist halt dadurch, dass sie wirklich ein Branchentreff ist, sehr interessant, weil hier kommt wirklich der Geschäftsführer oder Planer. Das ist also so vielseitig und man trifft halt auch sehr viele Leute, die auch eigene Stände hier haben. Was ich, wenn ich auch ein bisschen Kritik üben darf, sage, ist, es ist mir manchmal zu laut, weil an jeder Ecke Musik ist. Aber ansonsten ja, diese ganze Vielfalt, die hier geboten wird, finde ich toll. Jetzt haben Sie leider wieder nicht aufgepasst, weil sie war ja in der Mitte. Aber nicht weiter schlimm. Wir wiederholen es nochmal ganz langsam.